Hi, mein Name ist Sergei Karich. Willkommen bei meinem Seminar Vorausschauend Konstruieren bzw. Technische Mechanik und Dynamik für Konstrukteure, Ingenieure, Techniker. Ich denke auch für Statiker, für Bauingenieure interessant, obwohl ich natürlich von der Maschinenbauseite drauf schaue. Aber die Beispiele werde ich relativ allgemein halten. Das läuft wie folgt ab. Ich stelle mich hier jetzt am Anfang vor. Du kannst da dran teilnehmen kostenlos, indem du einfach meine Videos schaust und dazu lernst. Und wenn du aber die Unterlagen, das sind über 180 Folien, dann Formelsammlung, dann Excel-Tabelle, extra Folien für Schraubenberechnung sind zwar hier am Anhang, dann in der Videobeschreibung Link runterladen und notieren, mitarbeiten, sich vorbereiten auf die Arbeitswelt bzw. auf Studium, je nachdem, was du vor dir hast. So, genau, alle Videos zu diesem Seminar, also jede einzelne Folie wird hier auf meinem YouTube-Kanal erläutert und du wirst in der Playlist Vorausschauend Konstruieren alle Videos nach und nach vorfinden. Ich bin die gerade am Erzeugen, am Erstellen. Nimm dran teil, wenn so ein Seminar, den habe ich vorher mal im Haus der Technik oder auch in der Technischen Akademie Esslingen geleitet. Wenn er da durchgeführt wird, dann zahlt der einzelne Teilnehmer über 1000 Euro oder an die 1000 Euro, je nachdem. Und hier hast du die Möglichkeit, kostenlos daran teilzunehmen und für relativ geringes Geld Unterlagen dazu zu holen, zum richtig mitarbeiten. Weil das hier ist schön und gut, aber wenn du richtig mitarbeiten willst, dann holst du dir die Unterlagen. Zu meiner Person. Mein Name ist Sergei Karich, ich bin Maschinenbauingenieur. Ich habe erstmal Bachelorstudium gemacht. Ende 2008 war es fertig. Und da war schon eine Stelle, Abschlussarbeit geschrieben im Bereich Finite-Elemente-Methode bei Fayad Kanagisa oder Fayad Kanagisa hieß das, glaube ich. So, die Firma, da habe ich mich auch während des Studiums festgestellt, während des Studiums, dass es mir zusagt, mit der Mechanik sich zu beschäftigen. Ich habe Tutorien geleitet, Tutorien für Technische Mechanik 1 und 2. Festgestellt während der Tutorien, dass ich am meisten gelernt habe. Abschlussarbeit auch in dem Bereich Finite-Elemente-Methode gemacht. Irgendwann mal war ich fertig. Ich sollte bei der Firma die Abteilung übernehmen. Also die wollten eine Abteilung neu gründen im Bereich Berechnung. So habe ich es zumindest damals verstanden, aufgefasst. Da wurde nichts draus, da kam die Wirtschaftskrise. Und die Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass ich nicht mehr da angestellt werden konnte. Was macht man, wenn man Bachelor hat und Wirtschaftskrise kommt? Man studiert weiter. Ne? Habe ich auch gemacht, familienbedingt umgezogen nach Koblenz. Habe dann mein Master im Maschinenbau gemacht. Bin im Bereich Finite-Elemente-Methode geblieben, habe da zwei Projektarbeiten gemacht und eine Abschlussarbeit gemacht, also Masterthesis auch im Bereich Finite-Elemente-Methode. Würde ich übrigens jedem von euch auch so empfehlen, ein paar Projektarbeiten und Abschlussarbeit zusammenzulegen, damit man etwas länger in einer Firma sein kann, sich etwas besser und intensiver sich mit der Sache beschäftigen kann. Und das ist die Zeit, wo ihr euch ruhig investieren könnt. Da habt ihr noch Energie, da habt ihr noch Zeit. Ihr werdet zwar nicht bezahlt, aber glaubt mir, wenn ihr alles gibt in dieser Zeit, dann merkt das die Firma. Und so oder anders ist das gut. Das heißt, ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, täglich irgendwie 10 Stunden in der Firma verbracht, nach Erinnerung oder mehr, und eigentlich mein alles, ein und alles gegeben. Das war auch eine sehr gut geworden, die Abschlussarbeit,
Und in dem Bereich bin ich auch später geblieben. Also nach der Abschlussarbeit durfte ich bei der BOMAG anfangen. Das ist der Straßenbaumaschinenhersteller bzw. Verdichtungsmaschinenhersteller. Da bin ich in der technischen Berechnung als Berechnungsingenieur tätig. Habe mich also immer weiter in diesem Bereich spezialisiert und darf jetzt da auch arbeiten. Bei der Einstellung ist das so, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt. Die einen denken, ich habe Master, ich kann alles, es gibt Geld her und werden enttäuscht, dass sie doch irgendwo tiefer einsteigen und langsam gehoben werden mit Gehalt. Aber irgendwann mal kommen sie ja da an, wo sie hin sollten. Da gibt es die anderen, die sagen, ich kann nichts, ich habe zwar studiert, aber ich kann nichts. Meistens sind das die, die sogar noch etwas mehr können. Die trauen sich das noch nicht zu, beziehungsweise die unterschätzen sich, aber die sind lernfähig und können sich meistens sehr gut beweisen in der Firma. Aber gut, das ist meine Sichtweise. Gut, bin also Berechnungsingenieur mittlerweile seit über 10 Jahren bei der BOMAG und somit habe ich stets mit der Berechnung zu tun. Wie gesagt, du wirst diesem Seminar folgen. Folien kannst du kaufen. In der Videobeschreibung gibt es einen Link. Im Anschluss dieses Videos gibt es nochmal kurze Erklärung, wie das abläuft mit Folien. Du wirst im YouTube alles mitbekommen und mitarbeiten. Hol dir die Folien, hol dir die Excel-Tabelle, die Formelsammlung von mir und dann kannst du richtig mitarbeiten. Bin verheiratet, habe 5 Kinder und bin Christ. Das ist mir auch wichtig zu erwähnen, weil das einfach zu mir gehört. Vielleicht kurz zu meinem Arbeitgeber, wo ich gerade tätig bin, auf dem ich auch stolz bin. Also, das ist schon eine gute, sehr gute Firma. Eine derartigen man selten findet. Das ist, hier siehst du die Vielfalt der Produkte. Da sind alles so da, dass fast alles Verdichtungsgeräte und du findest davon angefangen von handgeführten Maschinen, aufgehört mit 20 Tonnen Maschinen und mehr. 50 Tonnen Maschinen. Also sehr große Spannweite, Entschuldigung, wo ich da tätig bin und darf da mit meiner Kenntnis anpacken, helfen, berechnend unterstützen. Bin da sehr froh darüber. Natürlich werde ich hier in diesem Seminar, falls das jemand erhofft, denkt oder wie auch immer, keinerlei spezifische Kenntnisse verraten. Also das ist wirklich so. Das ist Allgemeinmechanik, die ich hier verraten werde und allgemein gehaltene Beispiele, die du sehr natürlich bei dir spezifisch anwenden kannst. Aber ich werde jetzt nicht hingehen und BOMAG-spezifisches Wissen dir vermitteln. Das wird nicht geschehen. Mein YouTube-Kanal. Und damit hören wir in diesem Video schon auf. Das ist so eine kleine, oder wie geht es weiter? Nee, weiter, das passt schon. Das ist dann die letzte Folie für heutiges Video. Wir sind bis Folie 4 gekommen. Im nächsten Video gehen wir weiter. YouTube-Kanal kennst du ja, du siehst mich ja durch YouTube. Nutzt das ruhig. Nutzt das ruhig insofern, dass du, wenn du die Unterlagen gekauft hast und du hast eine Frage zu irgendeinem Punkt, ich werde zwar jeden einzelnen Punkt hier erläutern, aber du hast eine Frage. Du willst da vervollständigende Beispiele oder du willst da weitere Beispiele, du willst da vielleicht kommst du irgendwo nicht klar und willst da noch irgendwas verfeinern in deinem Wissen, dann stell mir ruhig Fragen. Nutz das, um mir unter diesem Video Fragen zu stellen. Ja? Ich werde diese Videos kurz segmentiert halten,
Dies ist schon fast zu lang geworden. So lang werden die anderen nicht werden. Es werden mehrere Videos hintereinander rauskommen. Wünsche dir viel Erfolg bei meinem Seminar. Lade dir die Sachen runter. Bleib kurz dran, wenn du nicht weißt, wie das genau aussieht. Ich erkläre es gleich kurz nochmal, wie das funktioniert. Ansonsten abonniere meinen Kanal, leite es weiter, ob ihr die Unterlagen kauft oder nicht. Das Wissen ist für jeden, meine ich, wertvoll. Ruhig weiterleiten. Bis dann. Also, ein Seminar. Vorausschauend konstruieren, technische Mechanik und Dynamik für Konstrukteure, Ingenieure, Techniker. In der Videobeschreibung findest du einen Link. Da sind alle Unterlagen. Da sind Unterlagen über 180 Folien. Da geht es um die technische Mechanik und Dynamik, um erstmal Grundlagen, praktische Übungen und dann geht es darum, dass du Beispiele bekommst, wie wendest du es an. Und zusätzlich bekommst du noch die Excel-Tabelle dazu mit ein paar Berechnungen. Hinzu kommt noch Schraubenberechnungen. Hinzu kommt noch die Formelsammlung. Hier im Hintergrund siehst du, wirst du dann auch die Folien sehen. Wenn du es genauer sehen willst, in der Videobeschreibung kaufen. Ja? Das heißt, jeder kann das davon profitieren. Jeder, der Maschinenbau studiert, empfehlenswert. Hier kostenlos, indem du einfach drauf schaust. Und in der Videobeschreibung kannst du die Unterlagen kaufen. Jede einzelne Folie, jedes einzelne Dokument, jede Kleinigkeit, die du da runtergeladen bekommen hast, wird hier erläutert. Da ist das Gesamte knackig zusammengepackt, was ich so weiß. Runterladen, mitschreiben, mitarbeiten, einsetzen, gut werden, besser werden, noch besser werden.